Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem absoluten Meilenstein-Video, zumindest persönlich für mich auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir meinen Favorite-Kooperationspartner an Land gezogen, und zwar die Firma M-Controllers. Ihr kennt es wahrscheinlich, und zwar haben die mir einen wunderschönen Karton zugeschickt. Ich habe ihn mal schon aus der Umverpackung genommen. Ein klitzekleines Unboxing, das soll eher im Hintergrund stehen. Ich hoffe, ich ziehe das Video nicht zu lang. Es soll hauptsächlich um die Kooperation gehen, was ihr davon habt und was vor allem der mega Vorteil zum Beispiel im Vergleich zum SCUF-Controller ist. Ich habe lange, über anderthalb Jahre habe ich die beiden in Benutzung gehabt. Sie waren aber alle während dieser anderthalb Jahre schon lange kaputt. Muss ich leider so sagen, ich möchte SCUF nicht schlecht reden, aber ich muss einfach sagen, qualitativ ist Aim-Controllers einfach hochwertiger. Zwei wichtige Fakten, ganz wichtig, ihr habt bei Aim-Controllers einfach mal lebenslange Garantie. Und ich kenne keine andere Controllerfirma, die das bietet. Ich glaube, SCUF bietet 90 Tage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und wenn du über die deutsche Firma, ich glaube Rocks Games oder Rockstar Games, ich weiß nicht ganz genau, wie die Seite heißt, da kriegst du, glaube ich, ein halbes Jahr. Es gibt natürlich Bedingungen, unter der du nur lebenslange Garantie bekommst. Hast du natürlich den Rage-Tag deines Lebens und hast mega Bock, deinen hochwertigen Aim-Controllers, hier habe ich auch zwei Stück noch, hast Bock, so einen Controller mit hoher Geschwindigkeit deiner Wand näher zu bringen oder dem Fensterausgang, sollte klar sein, als kleinen Scherz, sollte klar sein, dass das natürlich nicht in der Garantie inbegriffen ist. Ich zeige euch auch gleich noch, ach so, das Wichtigste natürlich für euch. Ihr spart fette 50 Euro mit dem Code CASPER10. Unter der Voraussetzung, und das sollte natürlich klar und auch nachvollziehbar sein, wenn es einen Mindestbestellwert von 149 Euro gibt. Der ein oder andere wird sagen, fuck, das ist echt eine Menge Geld. Ja, ist es. Wenn ihr aber eine Standard-Aim-Controller-Variante nehmt für 80, 90 Euro, wo nicht viel dran ist oder gar nichts fast dran ist, und ziehst du die 50 Euro ab, könnt ihr selber ausrechnen, da bleibt nicht viel hängen. Deswegen kann ich das auch völlig verstehen. Und ich finde 150 Euro, wenn du den halbwegs geil zusammenstellst, die sind schnell erreicht. Wie gesagt, ich habe schon zwei selber. Und das ist jetzt der dritte, der wurde mir dann quasi gesponsert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Wenn ihr Bock auf so einen Controller habt mit dem Code CASPER10, 50 Euro ist wirklich eine fette Sache. Natürlich gibt es hier und da auch mal eine Aktion, wo du vielleicht 60 Euro mit einem anderen Code sparst. Damit unterstützt ihr mich aber indirekt nicht. Also wenn ihr natürlich mich unterstützen wollt und auf 10 Euro mal verzichten könnt, würde ich natürlich mega feiern. Ich gehe auch gleich noch auf Vor- und Nachteile weiter ein, warum SCUF schnell mal kaputt geht und Aim-Controllers eben nicht so schnell. Ich mache jetzt das Paket erstmal ganz schnell auf. Wie er aussieht, weiß ich, ich habe ihn selber zusammengestellt. Ich muss es einfach nur dem Chef schicken und der hat mir das dann zusammengebastelt. Wir haben natürlich wieder eine Menge Zettelei. Das ist nicht mein erstes Unboxing. Ich habe von SCUF und von Aim-Controllers schon jeweils zwei Unboxings gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und halt doch die Luft an. Alter, ist das geil. Moment, den ganzen Spaß, der unwichtig ist, den machen wir erstmal zur Seite. Wir ziehen erstmal den Controller raus. Moment, zack, schlecht vorbereitet. Da ist er. Oh, ich traue mir gar nicht anzufassen. Ich will ihn gar nicht. Ach Gott, das ist... Zieht euch das rein. Und das muss ich gleich dazu sagen. Hier diese Folierung oder was das ist, die ist extrem hochwertig. Und dort kommen wir gleich zu einem Vergleich. Ich hoffe, dass das in der Kamera zu sehen ist. Ich versuche das mal so zu halten, dass es auch erkennbar ist. Seht ihr hier an dem Griff den Farbunterschied hier? Das blättert schon ab. Und das ist nach einem halben Jahr schon passiert. Nach einem halben Jahr ist bei SCUF das schon abgegangen. Ich finde, die liegen zwar gut in der Hand. Das ist so ein Impact von der Größe wie ungefähr wie so ein Xbox-Controller. Ich habe mit denen gerne gespielt, aber es gibt so viele Nachteile an so einem Controller. Das finde ich leider sehr schade. Moment, jetzt habe ich hier meinen Stichpunktezettel. Garantie habe ich gesagt. Ach so, PS5, Xbox Series X wird es auch demnächst auf der Plattform Controller zu konfigurieren und zu bestellen geben. Achso, falls ich das natürlich noch nicht erwähnt haben sollte, ich gehe noch in den Konfigurator, dort zeige ich euch, was man alles individuell anfertigen kann, auf was man verzichten könnte, damit er vielleicht nicht ganz so teuer wird und so weiter. Jetzt gucken wir mal kurz, was hat man noch im Paket? Ich glaube, das ist ein 3 Meter Verlängerungskabel. Steht deine PlayStation ein Stück weiter weg? Absolut geile Sache. Kannst du die ganze Zeit zocken, ohne dass du deinen Controller laden musst. Und ein schönes... Das sieht wirklich schick aus. Ein schönes aimcontrollers.com Schlüsselbändchen, das ist die Internetseite. aimcontrollers.com sollte klar sein. Und hier sind noch eine Menge Sticks dabei. Kleine Aufsätze, die du drauf machen kannst. Ich zeige euch mal ganz kurz so ein paar wichtige Fakten am Aim-Controller.
Einmal natürlich das Herzstück, das sind die Pedals. Und da können wir schon mal anfangen mit einer Geschichte, die mir bei SCUF schon nicht gefällt. Ich habe früher ganz, ganz häufig natürlich gestreamt, Videos gemacht und so weiter. Und dann zockst du hier so im Sitzen. Achtung, nochmal der Sound. Sollte jetzt theoretisch nicht mehr zu hören sein. Achtung. Vielleicht ganz leise, aber ist nicht weiter wild. Und bei SCUF ist es so... Es ist ekelhaft laut. Moment, war es bei dem noch lauter? Bei dem roten ist es sogar noch lauter gewesen. Und wenn du hier gezockt hast... Es war mega laut. Du, ich habe einfach mal mein Mikrofon nicht so eingestellt bekommen, dass dieser nervige Sound weg war. Mich hat das zwar allgemein nicht gestört, wenn ich so gezockt habe, aber es ging den Zuschauer doch schon auf den Sack. Und dieses niedliche Klacken, es ist einfach geil. Ich finde es mega, mega cool. Und das ist nun mal das Herzstück. Hast du keinen Bock übrigens auf 4 Pedals, kannst du das hier aufklappen. Dann kannst du eine Wippe rausnehmen, machst es wieder zu und dann hast du nur noch 2 Wippen im Endeffekt. Also eine gesamte Wippe. Sehr, sehr geil. Was ist noch alles toll? Diese Trigger hier drunter sind durchsichtig. Ach so, was auch noch prädestiniert ist im Vergleich. Und das ist das Problem bei so einem Aiming Controller, wenn du viele Shooter spielst. Das ist das Hauptteil, was ständig kaputt geht. Du musst den Stick reindrücken, um zu sprinten. Bei Apex Legends zum Beispiel gibt es eine Autosprint-Funktion, rate ich eben reinzumachen. Dort schont ihr die Technik hier drin. Und das ist das, was bei SCUF leider ganz, ganz schnell kaputt ging. 2 Mal. Einmal, glaube ich, nach 3 Monaten und einmal nach einem halben Jahr. Und ganz ehrlich, Leute, das kann es nicht sein. Das ist hier dieser Würfel, der hier drin ist. Und da ist irgend so ein Metallplättchen. Und das geht ganz schnell kaputt. Und selbst wenn du, wenn es bei Aim-Controllers keine lebenslange Garantie geben würde, du könntest den hier problemlos vielleicht, wenn du ein bisschen technikversiert bist, schraubst du dir den auf und kannst dir diese komischen Würfel, kannst du dir im Internet bestellen, könntest es theoretisch selber reparieren. Bei SCUF ist hier unter der L1-Taste eine spezielle SCUF-Schraube. Kriegst du in keinem Baumarkt das Werkzeug, um die zu lösen. Ich musste mir tatsächlich selbst helfen und habe hier, das sieht man wahrscheinlich jetzt hier nicht, doch, jetzt sieht man es ein bisschen. Das musste ich aufbohren, damit ich das scheiß Gehäuse aufkriege. Sorry, ich möchte es gar nicht schlecht reden. Die fühlen sich geil an, keine Frage. Aber ich finde Aim-Controllers einfach deutlich hochwertiger. Das ist einfach mal Fakt. So, habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ich schließe den jetzt mal kurz an und zeige ich euch so ein paar geile Sachen an dem Controller. Gibt es einen kleinen Cut und danach gehen wir in den Creator, was es da Schönes zu basteln gibt. So, Controller ist angeschlossen. Wir machen den mal an. Das ist jetzt nur eine Spielerei, aber hier unter den Analogsticks leuchtet das so schön in verschiedenen Farben. Das kann man haben, muss man aber nicht. Wer sich übrigens wundert, dieses Weiß, das ist Gamer Grip. Fühlt sich geil an, man rutscht nicht so mit fettigen Fingern oder schwitzigen Fingern. Auch sehr, sehr geil. Kann man ebenfalls haben, muss man nicht. Bei meinem allerersten, und du kannst den halt wirklich so geil individualisieren mit Schriftzügen auf dem Touchpad und so weiter. Und das ist jetzt eine Spielerei, die kostet auch ein bisschen Geld. Das war mein erster Aim Controllers. Diese Lightbar kannst du ebenfalls mit einem Gamertag oder mit einem Logo bedrucken und so weiter. Wie gesagt, das Touchpad kannst du bedrucken. Auf was ich verzichten würde, komme ich auch gleich noch zu, auf diese Tasten. Das sind so eine Metall-Buttons. Die sehen aus wie so die Rückseite von so einer Patronenhülse. Die sind ebenfalls sehr laut. Das sieht geil aus, wenn du nicht aufnimmst, wenn du kein Streamer bist und so weiter. Ist das okay, dann stört das nicht. Aber das ist ebenfalls ein Sound, der den Controller lauter macht. Und hier ebenfalls passend das D-Pad dazu, das stört jetzt nicht. Aber als Vergleich ist halt deutlich leiser. So, jetzt mache ich mal meine PlayStation wieder aus. Ich bastel hier an dem Controller rum, nicht, dass ich hier irgendwas Komisches mache. Zack, gibt es noch irgendwas hierzu zu erzählen? Smart Trigger, bevor ich euch das jetzt alles noch im Creator-Modus zeige. Das sind die Smart Trigger. Ganz, ganz wichtig für Shooter-Spiele, wenn du gerne Einzelschusswaffen oder Bürstwaffen spielst. Absolut geiles Gefühl. Dagegen im Vergleich ein ganz normaler Standard-Controller ist ein sehr weiter Weg. Und ich muss dazu gleich sagen, spielt ihr, möchtet ihr nur mit diesem Controller spielen und möchtet nie wieder den Standard-Controller anfassen. Ihr spielt aber auch Rennspiele. Bei Rennspielen wie Formel 1 oder so ist das Gas auf dieser Taste, auf der R2-Taste. Hier kannst du eben, weil du so einen langen Weg hast, das Gas reduzieren oder eben ganz genau, so wie du es brauchst, einstellen. Das kannst du mit Smart Trigger nicht. Wenn du hier drauf drückst,
sofort Vollgas. Also dafür ist das absolut nicht geeignet, wirklich hauptsächlich für Shooter. Auf was ich nie verzichten würde, das ist aber auch Geschmackssache, der rechte Analogstick, für euch jetzt hier seitenverkehrt, ich mach's mal so, erhöht. Kannst du sensibler aimen mit dem Daumen. Ganz wichtig. Ist meine persönliche Meinung. Kann man halt haben, muss man nicht. Ich finde es aber wirklich enorm wichtig. Falls ich irgendwas vergessen habe, tut es mir jetzt schon leid. Ich würde sagen, damit ich es wirklich nicht unnötig in die Länge ziehe, gehen wir jetzt mal in den Creator und dort zeige ich euch, wie man so einen Controller konfiguriert und wo man vor allen Dingen das Wichtigste eingibt, den Creator-Code, 50 Euro und so weiter. Alles klar, los geht's. Wir sind jetzt auf der aimcontrollers.com Seite in dem Creator-Modus für die PlayStation 4. Wenn ihr natürlich Xbox zusammen kreieren wollt, könnt ihr auch Xbox-Controller oder PC-Zone, gibt's Zubehörreiter, gibt's und so weiter. Das ist jetzt die ganz normale Standardversion. Hier sind wir schon bei 76 Euro. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr gebt noch meinen Creator-Code ein, wer hat dabei 26. Das wäre schon eine freche Nummer. Von daher sind 149 Euro völlig okay und auch sehr, sehr schnell zu erreichen. Ich gehe jetzt mal grob so ein bisschen durch, was man hier machen kann. Und lasst euch nicht davon abschrecken, wenn ihr so einen Controller zusammenstellt. Es kann mal sein, dass ihr hier irgendeinen Reiter anwählt und dann auf einmal verrutscht das alles ein bisschen Geduld und dann passt das alles. Nur das einfach mal nebenbei bemerkt. Wir fangen erstmal mit den Standardgehäusefarben an. Ihr könnt ja immer den Preis oben beobachten, wie der sich verändert. Wir nehmen hier einfach mal Farbe Rot, sieht schon mega geil aus. 94 Euro gleich mal mehr. Das läppert sich ganz, ganz, ganz schnell. Wir haben hier verschiedene Varianten. Splatter nennt sich das. Ich möchte jetzt auch nicht alles durchgehen. Wir haben hier noch Tarnfarben, die auch sehr, sehr geil aussehen. Ich nehme einfach mal das Design, was ich hier genommen habe. Das ist dieses Anonymous Design oder Vendetta Design heißt es, glaube ich, im Warenkorb, wenn ich mich nicht irre. Das lassen wir einfach mal so drin. Oder wir nehmen einfach mal... Nee, wir nehmen mal irgendwas anderes, was vielleicht ein bisschen neutraler aussieht oder keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel auch dieses Joker-Modell, finde ich auch im Grün ultra, ultra geil. Auch sehr, sehr nice ist das hier. Ach, es gibt so viele verschiedene Varianten. So richtig individuell wird es dann erst, wenn du die Knöpfe und so nimmst. Wir nehmen einfach mal das Grün oder das hier. Das Gelb sieht auch sehr, sehr stark aus. Oder wir belassen es jetzt einfach mal bei dem. So, das haben wir hier schon eine Farbe ausgewählt. Dann scrollen wir hier weiter runter. Dort kommen wir schon zu den Tasten. So, jetzt bin ich auf die Tasten gegangen. Jetzt rutscht das Ganze ein bisschen runter und müsste erst mal wieder ein Stück hoch scrollen. Und dann kommen hier die ganzen Tasten. Und hier haben wir die besagten Bullet-Tasten, von denen ich gesprochen habe. Hier nochmal. Die sind halt sehr, sehr laut. Das ist Geschmackssache. Ich würde sie nicht nochmal nehmen, obwohl es optisch sehr, sehr geil aussieht. Sie sind auch aus Metall. Ich würde es aber jedenfalls nicht nochmal nehmen. So, Moment, jetzt wollen wir natürlich die ja auch mal wegmachen. Dann haben wir hier das Steuerkreuz. Das kannst du individuell einstellen. Hier auch passend dazu die Bullet-Farbe. Auch völlig klar. Wir machen hier einfach mal das Grün. Die Share-Buttons kann man sich schön so zusammenbasteln. Alles relativ simpel zusammengestellt. Ihr seht hier unter diesem Stick kann man die Farbe ebenfalls ändern. Ich hoffe übrigens, dass meine Facecam hier nicht im Weg ist. Ich habe bei diesem Controller, den ich mir hier zusammengestellt habe, das so gemacht, dass hier so ein paar Farben durchleuchten. Nice to have, muss man aber nicht haben. Ihr seht selber am Preis, es kostet 12 Euro mehr. Muss nicht sein, sieht aber verdammt geil aus. Und das kannst du hier für den rechten Analogstick natürlich logischerweise auch machen. So, das sind jetzt alles noch alle Geschmäcker. Das ist noch nichts, wo ich sage, hier kann man drauf verzichten, muss man nicht. Welche Features extrem wichtig sind, kommen wir auf jeden Fall zu. Und da ist eigentlich schon der Punkt. Oh, da muss ich auch noch drauf eingehen. Die Triggers. Sorry, da muss ich jetzt einfach nochmal zurückspringen. Und zwar... ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, was eher für Aim-Controllers spricht. Ihr habt ja die Möglichkeit, bei so einem Aim-Controllers, bei so einem SCUF-Controller, kann man die Sticks ja auch wechseln. Brauchst du erstmal so ein spezielles Werkzeug. Wenn du ein paar gute Fingernägel hast, kannst du diesen Ring, der hier drumherum ist, dann kannst du den auch so aufdrehen. Und dann kannst du, meine Fresse, das geht bei SCUF echt schwer, kannst du diesen Analogstick auch abmachen. Den kannst du aber nur um 180 Grad drehen und dann wieder drauf machen, falls er ein bisschen abgegriffen ist. Ich zeige euch einfach mal ein Paradebeispiel von meinem gelben Analogstick. Zieht euch mal rein, wie abgeranzt der aussieht. Der ist schon richtig, der ist komplett deformiert. Und dann drehst du den um 180 Grad und dann hast du erstmal wieder eine stabile Seite. Das geht bei
Scuff, leider ging das auch sehr, sehr schnell. Und das ist auch ein richtig cooles Merkmal für Aim-Controllers. Du kannst hier, wie gesagt, die Sticks abmachen. Die ziehst du nur ab, die sind mit so einem Fünfkant befestigt. Und das ist eben das Geile bei so einem Fünfkant. Ist der ein bisschen abgenutzt? Ziehst du den ab? Ist das zu erkennen? Ja. Dann drehst du den einfach nur so ein Stück, packst ihn wieder drauf und dann nutzt du eben die Fläche daneben ein bisschen ab. Und so hält so ein Aufsatz für so einen Stick viel, viel länger. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Das ist auch ein kleines, aber feines Qualitätsmerkmal, wie ich finde. Weiter im Text. Deswegen war ich jetzt hier gerade bei diesen Tasten. Wir können jetzt PS4 Standard nehmen. Das ist das, was ich bevorzuge, quasi der Grip auf dem Stick. Und die Farben können wir jeweils so ein bisschen ändern. Da gibt es nicht viele Varianten, die reichen aber auch völlig aus. Hier habe ich normalerweise immer schwarz und ich habe hier in meinem Extra-Paket zig verschiedene Farben dazu bekommen. Dann gibt es Medium, der ist ein bisschen höher und PS4 High. Ich würde die höheren Varianten wirklich nur für den rechten Analogstick nutzen. Wenn du es umgedreht willst, du brauchst ja eigentlich die Sticks nur abziehen und dann umgedreht drauf machen, falls du vielleicht mit dem linken Daumen aimst und nicht mit dem rechten. Soll es ja auch geben, warum auch nicht. Stehst du aber eher auf die Xbox-Buttons hier auf den Sticks, kannst du natürlich auch die Xbox-Buttons drauf machen. Aber wie gesagt, wichtig ist für mich, und das ist was, auf was ich nicht verzichten würde, ist einfach der rechte Stick, dass man den erhöht in Medium oder High. Ich habe immer High-Variante, ist wirklich sehr, sehr hoch. Wenn man das so noch nie gezockt hat, gewöhnungsbedürftig, aber im Endeffekt, wenn du es eine Weile drin hast, definitiv besser. Ist zumindest meine Ansicht. So, jetzt haben wir hier den Reiter, linke Seite. Ihr seht, jetzt habe ich hier wieder drauf geklickt und das Ganze rutscht irgendwie nach oben, warum auch immer. Dort kannst du ein Logo hochladen, was du dir auf dem linken Griff des Analogs bedrucken kannst, oder einen Text. Gibt leider nur 3 verschiedene Farben, weiß, schwarz, sieht man jetzt logischerweise nicht, oder rot, und 2 verschiedene Schriftarten. Dann kannst du dann eben das hier eingeben, zack, und dann ist das hier drauf. Das sieht jetzt erstmal hier nicht so hochwertig aus, sieht aber im Endeffekt, wenn es dann fertig bedruckt ist, deutlich besser aus. Ist aber etwas, auf was ich verzichten würde, weil im Endeffekt weiß ich nicht, ob sich das vielleicht dann doch ein bisschen abgreift. Und ja, wie gesagt, kann man darauf verzichten. Das Ganze kann man dann auch auf der rechten Seite machen oder eben Logo und eben das Touchpad. Das finde ich halt auch sehr interessant. Moment, wo ist jetzt die Variante, wo ich... Ach nee, das ist erstmal die Touchpad-Farbe. Okay. Ja, würde ich Standard lassen. Ist aber auch Ansichtssache. Und dann kannst du hier wieder einen Text eingeben. Machen wir hier mal weiß. Klicken hier so ein bisschen rein. Das sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Man muss hier einfach so ein bisschen in die Felder tippen und dann kannst du dir hier auch irgendwas reinschreiben und alles ist schön. Das ist eine mega, mega feine Sache. Wie gesagt, du kannst halt auch ein Logo, wenn es denn funktioniert, hier hochladen und das wird dann eben auch reingedruckt. Hier haben wir den Gamer Grip. Seht ihr hier? Wir können hier übrigens auch die Ansichten wechseln. Warum der hier? Das ist ein Seitenfehler. Wenn ich jetzt hier den Grip wechseln will, wechselt er immer wieder die Ansicht, warum auch immer. Kann man ebenfalls haben, muss man nicht, ist halt eine teure Variante. Ihr seht hier, da gehen nochmal 16 Euro oben drauf. Ich finde das nicht schlecht, aber hat man nicht genug Geld übrig, selbst mit dem 50 Euro Gutscheincode, kann man drauf verzichten. Man ist es ja von einem Standard-Controller sonst so auch gewohnt gewesen. Das Herzstück aber eines jeden Aim-Controllers ist, denke ich, klar, sind die Wippen. Diese Pedals. Es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal die Standard-Variante und einmal die Remapping-Variante. Kostet eben auch nochmal ein ganzes Stück mehr, wie ihr hier seht. Die Remapping-Variante ist die Variante mit diesem Chip-Logo. Dort könnt ihr euch individualisiert die Tasten programmieren selber. Wenn ihr gerade mal Bock auf ein anderes Spiel habt und die Funktionen der X-Kreistaste und so weiter sind vielleicht nicht so optimal, könnt ihr das verschieben. Wenn ihr die standard günstigere Variante nehmt, müsst ihr damit vorlieb nehmen, dass die Tasten so programmiert sind, wie sie eben sind. Die wichtigsten Tasten hierbei sind die einmal X für springen, ganz normal. Ich springe hier auch, kann weiterhin aimen, ohne dass ich vielleicht hier erstmal weg muss vom rechten Analogstick, wenn ich hier springen will auf X. So kann ich hier so rumspringen, kann weiter auf dem Gegner zielen und Kreis eben für Boxen oder Dreieck für Looten oder Viereck für Looten. Wenn du hier läufst, kannst du hier, das ist halt das Positive, wenn du 4 Pedals hast, kannst du eine Loot-Taste hier nehmen und musst hier auch nicht jedes Mal vom Analogstick runtergehen. Auch eine absolut geile Sache. Kostet ein bisschen mehr, ich würde trotzdem jedem empfehlen.
die Variante zu nehmen. Einfach, falls man ein Spiel kommt, wo die Tastenbelegung vielleicht so anders ist und in-game vielleicht nicht so, keine Ahnung, konfigurierbar ist, dass es so passt, wie du es gerne möchtest. Ist aber eben auch Geschmackssache. Okay, das dazu. Jetzt haben wir die Triggerfarben, ist auch klar. Moment, jetzt schiebt sich das hier wieder ein bisschen hoch. Ebenfalls keine schlechte Sache. Und die Bumperfarben L und R1. Und das ist jetzt auch eine Sache, auf die würde ich, wenn man nur Shooter spielt, nicht verzichten. Die Smart Trigger kostet auch ein Stück weit extra. Ihr seht hier, das sind gleich mal 18 Euro mehr. Ihr habt nur 1 Millimeter Tastenweg. Das ist so geil. Einzelschuss und Wurstwaffen extrem im Vorteil. Und hier nochmal der Vergleich. Deutlich krasserer Weg. Auf das würde ich persönlich nicht verzichten. Auf was man verzichten kann, sind die Smart Bumper. Das ist auch ein Millimeter, ist kein Millimeter. Es ist auch weniger, hört man hier auch, dass das drin ist. Das ist minimal. Standard Controller. Es ist ungefähr, ich sage mal, das Doppelte an Triggerweg mehr. Kann man haben, muss man nicht. Ich finde für L und R1 oder eben für die Xbox, die oberen Tasten, ist es nicht ganz so wichtig. Was ich auch immer rausnehmen würde, Vibrationsmotoren. Es kostet nichts extra, wenn ihr die hier wegnehmt. Wiegt einfach mal 50 Gramm weniger und man sollte bei Shooterspielen allgemein die Vibration sowieso ausschalten, weil einfach der Akku auch länger hält und Ver-Aim und so weiter hast du nicht gesehen. Die Lightbar, das hatte ich euch hier an diesem Controller schon gezeigt. Ich kann es gerne nochmal anmachen. Seht ihr hier, ich hoffe, die Kamera zeigt das groß genug. Ist eine Spielerei, die geil ist, aber ebenfalls auch mehr Geld kostet. Ihr seht, wie das hier alles in die Höhe schnellt. Hier haben wir es auch nochmal. Ich lasse das jetzt einfach mal an, um einfach mal so eine High-End-Variante so ein bisschen hier zu machen. Jetzt mal, naja, High-End ist jetzt vielleicht hier übertrieben. Na. Hier, machen wir einfach irgendeinen Text rein. Und dann haben wir das hier drin. So, und die letzte Möglichkeit, die wir hier noch haben, ist Speedy Aim. Speedy Aim bedeutet nichts anderes, als dass du noch mehr Geld ausgibst, damit dein Controller, na sag mal, ah, ich sag doch, ah, hier, das sind 60 Euro mehr, garantiert dir, dass der Controller in 48 Stunden fertiggestellt ist, aber nicht in 48 Stunden bei dir zu Hause ist. Die versenden normalerweise mit UPS, die sind schon sehr schnell. Du kannst also davon ausgehen, wenn es dir die 60 Euro wert ist, dass du innerhalb von 7 Tagen circa deinen Controller hast. Ich habe jetzt aktuell in der Controllerzeit, natürlich, Controller ist eine Krankheit, in der Corona-Zeit fast tatsächlich 4 Wochen auf meinen Controller gewartet. Ich kann es aber verstehen, die kriegen eine Bestellung nach der anderen rein, die sind mega überlastet, könnte man fast sagen, was aber für die Firma spricht, wie ich finde. Aber ein bisschen Geduld sollte man hier mitbringen. So, jetzt geben wir das Ganze mal in den Warenkorb und dort zeige ich euch ganz, ganz simpel. Ach, hier wird noch ein bisschen Zubehör gezeigt, was du vielleicht noch mit dazu bestellen kannst. Noch ein paar Sticks. Dieses Kabel, was ich euch hier gezeigt habe, wie liegt denn das? Da. Geil, kann ich nur empfehlen, wirklich. Es ist absolut hochwertig. Und so ein Case, so eine Schutztasche, falls du öfters mal unterwegs bist. So, jetzt haben wir einen Gesamtwert von 290 Euro. Dann gibst du hier, es ist egal, ob du es groß oder klein schreibst, Casper 10 ein, drückst einmal Enter. Und jetzt schaut ihr auf den Gesamtpreis, zack. 240 Euro, 50 Euro. Das ist wirklich eine absolut fette, fette Sache, wie ich finde. Das soll es von meinem Unboxing oder eher Vorstellungsvideo für meine absolute Wunschkooperation mit Aim Controllers gewesen sein. Habt ihr irgendwelche Kritik? Findet ihr vielleicht Aiming Controller? Aim Controller, ich verwechsel das ständig. Ich will mal Aiming Controller sagen, wo es Aim Controllers heißt. Habt ihr ein bisschen Kritik an Aim Controllers oder SCUF oder so, sonst irgendwas? Schreibt es in die Kommentare. Gefällt euch das Video? Habt ihr vielleicht Bock mit meinem Creator Code was zu bestellen? Würde ich natürlich auch mega feiern. Und einen kleinen Tipp. Seid ihr einer der Verrückten, die vielleicht Bock haben, noch einen Reserve-Controller oder vielleicht für den Bruder, für den Mutti oder sonst wen zu bestellen. Ich gebe euch den Rat, seid ihr bei einem Mindestbestellwert von 300 Euro, schließt die Bestellung getrennt voneinander ab, weil ihr könnt in einem 300 Euro Warenkorb den Code nur einmal eingeben. Da der Code ab 150 oder 149 Euro greift und beide Controller 150 kosten, schließt den einen mit Code Casper 10 ab, spart 50 Euro, dann packt ihr den anderen nochmal extra rein, schließt den extra ab, spart nochmal 50 Euro. So habt ihr auf beide Controller 100 Euro statt 50 Euro gespart. Als kleinen Tipp, werden wahrscheinlich kaum welche machen, aber das einfach nur der Vollständigkeit halber. So würde ich es auf jeden Fall machen. Okay,
Habt ihr Fragen zu den Controllern? Ist es zu spezifisch, rate ich euch natürlich, euch an Aim-Controllers zu wenden, weil ich bin Kooperationspartner, ich stelle die Dinger nicht her. Aber die ein oder andere Frage werde ich sicherlich beantworten können. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ihr könnt meinem Kanal gerne ein Abo dalassen, würde ich mich natürlich auch mega, mega drüber freuen. Wer mich nicht kennt, ich spiele hauptsächlich Apex Legends und hoffentlich bald wieder Call of Duty, Cold War. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.